diesem kurzen Video zeige ich dir drei Übungen, wie du deine Schultern mobilisieren kannst, sie beweglicher machen kannst. Vor allen Dingen, wenn du dich hier oben verspannt fühlst, zum Beispiel, weil du zu viel am Schreibtisch gesessen bist. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Kerstin von Live Fit Anywhere. Ich bin Online-Fitness-Coach und Personal Trainerin seit vielen Jahren und arbeite vor allen Dingen mit Frauen zusammen, die viel um die Ohren haben, wenig Zeit und bei denen Sport nicht ganz oben auf ihrer To-Do-Liste steht. Lass uns gleich loslegen mit den drei Übungen. Du kannst die machen, egal was du gerade anhast. Stell dich auf alle Fälle aufrecht hin und wachse erstmal ein bisschen nach oben zur Decke, dass du wunderbar gerade und mit einer langen Wirbelsäule dastehst und zieh ganz leicht deine Schultern nach hinten und nach unten. Jetzt streckst du deine Arme lang zur Seite aus, die Handflächen zeigen zum Boden und du drehst jetzt in deinen Schultergelenken nach hinten und nach vorne. Also du machst eine wunderschöne Rotation hier in deinen Schultern. Einmal zeigt der Daumen von oben nach hinten und dann drehst du ihn und er schaut einfach weg vom Körper. Du atmest gleichmäßig und machst das Ganze etwa eine Minute. Dabei werden die Arme im Laufe der Zeit richtig schön schwer. Ja, ich mache jetzt einfach nur noch eine Wiederholung und wenn du für dich selbst trainierst, kannst du gerne ein bisschen länger machen. Lass die Arme ein bisschen nach unten hängen und locker sie kurz aus. Die zweite Übung ist so, dass wir die Fingerspitzen an unsere Schultern nehmen. Die Ellenbogen heben wir nach oben zur Seite an. Achtung, die Schultern gehen nicht mit nach oben, die bleiben schön entspannt und locker. Und jetzt kreist du in deinen Ellenbogen nach hinten. Also du machst einen richtig großen Kreis, so groß du kannst. Die Ellenbogen gehen weg voneinander und aufeinander zu. Ja, sie dürfen sich gerne auch vorne berühren, wenn das für dich machbar ist. Du atmest wieder ganz gleichmäßig. Und wenn du deine Ellenbogen nach hinten ziehst, also wie ich jetzt, dann gehen die Ellenbogen so nah zueinander, wie es geht. Also du ziehst quasi deine Schulterblätter ebenfalls ein bisschen aufeinander zu. Ich mache noch ein letztes Mal und du kannst gerne, wenn du dich alleine bewegst, auch wieder ein bisschen länger machen. Locker dich kurz aus. Und als letzte Übung spannen wir jetzt noch einen Pfeil und Bogen. Wir nehmen die Arme nach vorne, etwa so auf Schulterhöhe. Die Daumen zeigen zur Decke. Du lässt deine Schultern wieder ganz weit weg von den Ohren sinken. Und jetzt beugst du einen Arm, ziehst dann diesen Arm nach hinten. Das heißt, du bist ganz lang gestreckt, schaust dem Arm nach hinten auch hinterher, beugst dann wieder den Arm und schiebst ihn nach vorne. Dann wechseln wir. Andere Seite, beug den Arm, zieh den Arm nach hinten, schau ihm hinterher, beug ihn wieder und nach vorne. Das Ganze jetzt etwas flüssiger, etwas schneller und trotzdem kontrolliert. Atme gleichmäßig weiter und dreh dich so weit nach hinten, wie du kannst. Nachdem wir schon zwei andere Schulterübungen vorher gemacht haben, spürst du wahrscheinlich schon ein bisschen, dass deine Arme ganz schwer werden. Aber das ist gewollt und okay. Öffne dich und dann komm wieder nach vorne. Lass deine Arme nach unten sinken, locker dich ein bisschen aus. Kreise gerne noch, wenn du alle drei Übungen gemacht hast, deine Schultern ein paar Mal zurück. Das schadet nie, das ist wunderbar, auch zwischendurch am Tag, wenn du am Schreibtisch sitzt. Ja, und ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen wohler, ein bisschen lockerer, ein bisschen kraftvoller hier oben und es hat deinen Schultern gut getan. Bis zum nächsten Mal hier in einem meiner kurzen Videos. Ich freue mich auf dich. Bis bald.